Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute wieder ein schöner Tourblog. Wir sind heute in Hamburg angekommen mit Life is a Paint Show Tour 2022. Es ist Tour-Vlog Nummer 5. Bin sehr gespannt. Ja, ich tue es gerade irgendwie so, als wenn ich selber ganze Zeit dabei bin. Aber ich fühle mich auch so, muss ich ehrlich sagen. So diese Tourblogs, die lassen einen auch so schön rein. Deswegen, scheißegal, wir gehen rein, let's go. Auf Eskapade. Heute geht es uns ein bisschen schlecht. Oder eigentlich geht es nur mir schlecht. Was ist denn mit Forti los? Forti ist, glaube ich, so einer wie ich. Wenn er trinkt, dann muss scheppern. Ich Dann muss kann nicht scheppern. mit dir reden, die waren ja anständig. Habt ihr alle gut geschlafen? Frühstück. Ja, Mann. Du? Erste Nacht gut geschlafen, ne? Ja. Was gibt's zum Frühstück? Ja, gar immer nichts dasselbe, für mich. Du kennst es ja. Für mich gibt's gar nichts zum Frühstück, weil ich immer alles Geh verpasst. schauen. Bis ich duschen war und alles, dann haben alle schon gegessen. Das sind nur noch diese Schon Putenscheiben mit den fertig? dicken Stücken drin. Was? Schon fertig? Alles weg? Ich sehe schon die Arschgeier alle da drauf stürzen. Hast du gut geschlafen, Bro? Boah, guck dir das an. Das ist aber auch immer schön dick essen, ne? Finde ich auch gut. So, dass sie wenigstens nicht da sich ganze Zeit nur Junkfood da reinkloppen, ne? Aufgaben. Ich habe gar nicht gut Sondern auch schön auf gesund machen. geschlafen, aber ich bin gut gelaunt. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu schlafen. Der Bus hat so gewackelt, ich bin jedes Mal aufgewacht, ich weiß auch nicht warum. Und erst als der zum Stillstand gekommen ist, der Bus, konnte ich entspannen und habe jetzt. Ja, okay, dann nehme ich dann mit Forti zurück. Tut mir leid, Forti. An dieser Stelle. Ein bisschen gepennt, aber ich brauche eh nicht viel Schlaf. Ich funktioniere gut, 4-5 Stunden mach. Aber ich glaube, das sind mehrere so, die in diesem Musikgeschäft sind, dass die auch ohne viel Schlaf funktionieren. Weil ich kenne das ja zum Beispiel, weil mein bester Freund, der produziert selber Musik. Also Beats. Beats. Und der hat auch oft, dass er nachts dann produziert. Und ich glaube, dass das viele haben, die nachts sehr produktiv sind. Deswegen kann ich mir das auch wohl vorstellen. Klar, schlafen die dann tagüber dann ein bisschen mehr, aber oft schlafen die ja weniger. Deswegen, also kann ich voll nachvollziehen. Was gibt's hier zum Essen, ne? Oh, guck dir das an, ey. Das sieht aber auch lecker aus, alles, ne? Die haben auch alles. Das ist ja Wahnsinn. Irgendwas, Paprika, Paprika hier so. Paprika, Paprika. Auch noch ein Möhrchen drauf. Einfach hier. Braun Bier. Damit man auch ein bisschen braun wird. Wobei, braun bist du ja, ne? Gut geschlafen. Ja, ich habe gut geschlafen. Möchtest du es von mir? Och, PA, du kannst doch nicht immer noch bei Nummer 5 bockig sein, wenn der Block zu dir kommt. 11:50 Uhr, 10:50 Uhr. Du, Jamal? Boah, ich habe gut gepennt. Ich bin immer noch am Schlafen. Geht's dir gut? Tipptopp, danke. Einfach zu sehen, wie Jamule immer Spaß hat beim Musik machen, ne? Das ist so geil. Life is pain. Aber auch wieder so eine kleine Dingens, ne? Ich weiß, ich reg mich jedes Mal, oder was heißt, ich reg mich auf, aber ich sag jedes Mal was zu der Größe. Das sieht halt wirklich klein aus, ne? Ich meine, hier oben stehen ein paar, hier steht nichts, da steht nichts. Wir müssen ja wirklich begrenzte Zuschauerzahlen haben. Und da hinten geht das auch. Okay. Life is pain. Wir sterben für unsere Videoblogs. Stopp! So, wir sind auf dem Kiez in Hamburg. Tag Nummer. Was sind wir für ein Tag überhaupt? Vier oder fünf? Vier? Ich weiß schon gar nicht mehr. Sieht aber auch geil aus, ne? Meine Lieblingsstätte in Deutschland hier. Oder wir sind in der Haramstraße. Ich wollte gerade sagen. Schön ein Döner-Teller. Boah, lecker. Auf Diät. 10 von 10. Fleisch, Salat. Wenn man viel trinkt, muss man wenigstens gesund essen. So ist es. So ist es. DJ Ace One war gestern. Heute ist DJ. Immer schön auf die Gesundheit achten, auch wenn man trinkt. 40. DJ 40. Viel trinkt. Die Leute in der Stadt denken immer, das ist unser Security, aber eigentlich ist unser DJ. Ja, klar. Wir waren auf dem Drummer und auf dem Gitarrist. Und ich frage mich, warum sie mich wieder ficken. Wieder dieser Koffer, hä? Jetzt geht das wieder mit den Koffern los. Oh, ja, genau so ein Blick, genau so ein Blick muss dann auch kommen. Wenn du regst dich schon richtig auf, du regst dich schon richtig auf und dann kommt Muss einfach ich noch ein wieder dummer ficken? Spruch hinterher. Wieder dieser Koffer, hä? Ja.
Mama hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, pack, ich gehe. Dann hat er gepackt und das ist das Resultat. Nicht wahr sein, Alter, ja. Wenn der CEO gute Laune hat, kriegt man solche Sprachnotizen in die Gruppe. Guck mal, Leute, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ne? Aber mein niegelnagelneuer, 2 Tage alter 800 Euro Remover-Koffer, der ungefähr 80% meines gesamten Gepäcks mit sich schleppt, wurde kaputt gemacht. Und zwar so kaputt gemacht, dass du den nicht mehr schließen kannst. Ich krieg heute Abend einen neuen Koffer, bevor ich in den Bus steige, sonst krieg ich diese ganze Tour. Alter. Aber verständlich. Der CEO in Bestform. Wie gesagt, wer wäre da nicht sauer, wenn du da Geld ausgibst und ich krieg das Ding sowieso schon die ganze Zeit auf. Bruder, hast du mich gefickt mit der Kamera? Tamam, mein Koffer, Amenabuim, mein Koffer. Heute wieder dein Tee? Das ist immer witzig anzuschauen. Bist du ready? Geschlafen? Ja, Mann, ich hab gerade gepennt. Kennst du mich doch? Oh mein Gott, da stehen schon Leute vor der Tür. Ja, hier stehen schon ein paar Leute, die warten. Oh, Digi, ich hab glaube ich gerade gepennt. Das geht ab, Leute. Da ist mein Warten, sorry, ich bin nicht geschlafen. Einmal lachen und dann mal. Wie die sich alle denken, Alter, was ist denn das eigentlich für ein? Tausende Nachrichten, die du schreibst. Hier ist der. Nachrichten, die du schreibst. Das ist aber doch eine verdammt lange Schlange, ne? Die erste Frage wäre, wann hat Jamul bei Life is Pain gesigned? 2018. 2018, richtig, ja. Danke. 2016. Erster Künstlername von 40. René. Nein. Ach, erster Künstlername? Ja. Keine Ahnung. Ist der neue Signing von Life is Pain? Ist das die Mutter? Nein. Ach, erster Künstlername? Ja. Cool, wenn ihr da mitkommt. Real Talk. Ist der neue Signing von Life is Pain? Ich meine, also für mich wäre das nicht so. Muss ich ehrlich sagen, aber bei anderen Menschen finde ich das immer irgendwie. Finde ich das immer cool, wenn die das machen. Wie lange wird schon live gespielt? 3 Monate? Wie heißt die erste? Life is Pain? Nein. Ach, erste Künstlername? Ja. Keine Ahnung. Ist der neue Signing von Life is Pain? Alter, dass sie dann da nicht eben die Antwort da noch zuschreiben, das wäre halt so geil. Meint, wäre halt kacke für die nächsten. Für die nächsten in Städte, wenn die sich das davor angucken können. Aber. Ja, es gibt noch so viele Fragen, ne? Ja, ich weiß nicht. Wie lange gibt's schon live gespielt? 3 Monate? Wie heißt die erste Single von Jamule? Nee, NDA. Ja. Gibt immer nur so eine Mütze, ja? Ey. Seit wann ist Jamule bei Life is Pain? 18? Richtig, Mann. Aber ich bin ehrlich, bin ich der Einzige, der sich nicht über so ein. Wie nennt man die Dinger überhaupt? So ein Halsband freuen würde? Also, ich feier die Dinger gar nicht, ne? Habe ich damals schon nicht gemocht. Mag ich heute immer noch nicht. So eine Mütze oder ein T-Shirt würde ich mich so sehen. Aber wird er mir da so ein Ding geben, das würde ich sagen, Bro, nett von euch, aber alter Ding. Nicht, weil ich gutherzig bin, sondern einfach, weil ich das Ding nicht mag. PA Sports, erster Künstlername. Wow, da fragt ihr mich was. Das ist nämlich die Sache. Wann kam dieser Blog raus? Gucken wir mal eben schnell. 16.05. Die werden genau nächsten Tag dann hochgeladen. Deswegen, wenn du dir die Vlogs angucken würdest, würdest du das ja wissen. Ich habe mir dazu ein bisschen. Ist schon ein bisschen her, dass ich den Vlog angeguckt habe, wo die Frage kommt. Deswegen weiß ich das auch nicht. Wie heißt der neue Signing von Life is Pain? Oh, das habe ich gehört. Ja, ist doch schon lustig. Jetzt. Life is Pain! Bro. Ja, Bro. Ja. Noch ein bisschen krass, relaxen. Ruhe vor dem Sturm. Hamburg heute Abend, let's go! Lieber, ne? Da geht's wieder los, die guten alten Trollies. Mit allem, was du willst, mache ich das auch. Natürlich jetzt nicht alles, was eine Kante hat.
Kriege ich das auf jeden Fall auch. Haarspray. Zum Beispiel ein Haarspray könnte man nehmen. Haarspray ist auf jeden Fall möglich. Ich bin am Überlegen. Hat der Rohpin aufgegeben, ne? Was ich anziehen soll heute. Das jeden Tag. Aber das ist immer so. Sobald du das einmal mit irgendwie ein Feuerzeug kannst. Also bei mir war das so, wo ich das mit einem Feuerzeug kannte, kannte ich das mit einer Flasche, mit einer. Hau mal ab jetzt hier, was ist los? Mit einer Flasche, mit einem Zollstock, mit einem Buch. Das geht alles irgendwann. Ich meine, natürlich brauchst du dann auch eine vernünftige Kante und sowas, vielleicht auch ein paar mehr Ansätze, aber ist alles möglich. Frage. Jeden Tag macht er den Koffer auf, legt alles raus, zieht dann irgendwas an, was er jeden Tag. Und am Ende muss das Checker einräumen, weil ich zu besoffen bin dafür. Das ist die bittere Wahrheit, die auf Tour. Wenn ich Checker, ich würde den einfach auslachen, ich würde sagen, ja. Dann fährst du halt heute nicht mehr, da. Weil ich zu besoffen da bin. Guck mal, wie ist es mit uns beiden auf Tour? Oder diese beiden Jungs. Wie gefällt das dir? Diese beiden Jungs, guck mal, jeder einzeln für sich ist schon ein Beller für sich. Aber wenn du die beiden miteinander multiplizierst, ist ein ultimativer Beller. Beller? Was ist denn ein Beller? Was ist denn ein Beller? Kann ich mal hier runterschreiben? Was ist denn ein Beller? Aber ich muss immer daran denken, ne? So, das ist so geil zu sehen, so diese jüngeren, dann die ältere Generation, dass sie zusammen tun. Und dann einfach zu hören, wie die auch miteinander labern und so. Gestern war es todeslustig. Gestern war es richtig. Ja. Klar, das wollen wir natürlich jetzt vor der Kamera nicht weiter ausführen, aber ja. Das war sehr lustig. Bist du ready? Ich, Bruder, guck mal. Das meine ich nämlich so. PA ist so richtig dieser Papa von allem. Ja, natürlich war es lustig. Aber wollen wir doch nicht weiter drüber reden. Wenn es von Jamule und Forti gehen würde, die würden da noch mehr raushauen. Als du gerade das Laufen gelernt hast. Ich war ready. Ich war ready, Habibi. Ready war ich. Forti kann rappen, Songs schreiben, dir ganz viel über Käsesorten erzählen und Alkohol. Das sind die Sachen, die er kann, Bruder. Die kann er wie ein Weltmeister. Und natürlich, was Fashion, habe ich auch noch vergessen. 5 Sachen, Habibi. Die 5 Grundsäulen des Raps. Okay, was machst du? Fashion habe ich auch noch vergessen. 5 Sachen. Habibi. Ah, ich dachte, Handschlag verwehrt, Alter. Die 5 Grundsäulen des Raps. Okay, was machst du? Da wär ich fort hier, da hätte ich aber eben kurz gezuckt, ne? Eben kurz gezuckt, ob ich nicht doch eben die Hand reinschlag. Was machen Sachen? Aber der wurde noch gar nicht vorgestellt hier. Richtig. Der ist jeden Tag leistet er eine Weltklasse-Leistung hier auf der Bühne. Übrigens, den wollen wir auch nicht klein halten. Der jeden Tag Jimi Hendrix-mäßig die Gitarren Wings stringt. Und wer ist er jetzt? Der Schlagzeuger. Das Checker bei uns im Beat. Er tunt uns, er macht, dass wir singen können. Der unfassbare, 2 Meter große, Security aussehende DJ Ails Warum hängt hier ein Mikrofon? Hä? Check ihn nicht. Aber was für krasse Boxen, die da auspacken, ne? Was ist das? Das ist Tee. Das war jetzt der Dingens? Achso, ich wollte gerade sagen. Weil ich habe keine Stimme mehr. Dann warum stellst du mich in diesen Blogs eigentlich die ganze Zeit als so einen schlecht gelaunten Typen da? Ich bin gar nicht schlecht gelaunt. Ich bin einfach mal ein kleines bisschen angespannt. Wenn irgendeiner muss ja hier die Verantwortung übernehmen, bevor ihr einfach nur Sodom und Gomorra ausbricht. So ist es, Papa PA. Hä? Aber wir wissen doch alle, dass alles nur angespannte Sachen sind und nicht, dass du irgendwie nur bockig bist. Ich bin auf einer verfickten Klassenfahrt mit Erwachsenen. Der Bruder ist jetzt dran. Ich wollte den Kurs motivieren. Und ich sage, dass er der Beste ist. Schule Mike. Da würde ich halt gerne mal wissen, was da in einem Künstler so durchgeht, ne? So, also wirklich bei einem Künstler. Bei mir wäre das halt, ich würde mir halt mies einscheißen, die Tür wird aufgehen, ich würde zusammenbrechen und dann war es halt mit dem Auftritt. So. Bei denen so, was die sich da denken, ob die überhaupt irgendwas durch den Kopf geht.
Ja, okay, doch, der Drummer. Okay. Ich würde sagen links, ne? Was? Buh, 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 Hamburg, krass! Ich finde es immer crazy, also ich finde es gut, dass sie immer sagen, dass es krank war. Aber ich denke mir jedes Mal, ey, ihr könntet eigentlich eine viel größere Halle füllen. Was die dann wohl sagen? Krank! Ich freue mich so auf diesen Off-Day, ne? Du hast keine Ahnung. Heute war geil. War viel zu heiß, aber sehr krass. Guck mal, die Pulli steht ihm nice, oder? Ich glaube, der Bus hat wirklich seine FIFA-Endregelung gefunden. Oh, das geilste Ding überhaupt, ne? Einfach eine PS5 zum Mitnehmen. Wie geil. Das ist Kianisch. Ja, wieso redest du über dich, wenn du schlecht bist? Ich habe gar nicht gespielt gegen Kianisch. Gerade das Ergebnis war von mir. Oder? Und wieder gibt's Döner. Hello? Yes. Ja. Döner ist gesund, ich hab's immer gesagt. Nein. Aber an Erfahrung gewonnen. Ich hab mit Ansage gesagt, keiner wird mich hier besiegen. Oh. Boah. Next Stop, Würzburg. Nicht Berlin? Komm rein. Nein. Übermorgen ist Berlin. Mit Ach und Krach, ich geb euch noch eine Show. Danach geht's ab nach Hause. Hast du Hunger? Hab ich Hunger? Ja. Ja, aber ich hab schon Hunger. Ja. Ich bin doch hier, Mann, ich will nicht reden. Ich bin auch hier. Hi, ich bin's. Okay, Leute, ihr müsst ehrlich sagen, Fatih und ich haben die Blogs übernommen, oder? Wir oder? Fand ich jetzt gar nicht. Also für mich war PA immer so der, der das übernommen hat, mit seiner Bockigkeit. Was aber immer Spaß gemacht hat, so zu schauen. Aber ich würde mir halt auch mehr wünschen, dass die beide da so ein bisschen diese Verrücktheit noch mal ein bisschen mehr mit reinbringt. Der Block. Wir sind der Block. So, Walla, du bist da. Am auf Bühne. Checker, hab alles produziert. Hier, dies, das. Und danach, die sagen immer so, und das, Docker. Heineken? Hm. Was gibt's da? Jever. Hm. Was sagst du denn da? 10 von 10. Die Dinger sind so geil, ne? Diese Nüsse. Wir wollten um 0 Uhr losfahren. Worauf warten die wohl? Keine Ahnung, Mann. Ja, bitte? Da hätten die am. Wie spät war das, haben die da gesagt? Das wäre halt geil zu wissen. Was sagst du denn da draußen, Mann? Wir wollten um 0 Uhr losfahren. Worauf warten die wohl? Keine Ahnung. Kann man das da sehen? Ich würde sagen, ja, also wenn ich das richtig lese, also richtigen Einfall habe, dann ist der Zeiger doch da und da ist die 3, würde ich jetzt sagen. Da ist die 3 und da geht so ein Zeiger her. Wollen um 1 Uhr losfahren, aber es ist 5 nach halb 3. Okay. Kann ich mir vorstellen bei denen, ehrlich. Ja, bitte? Was machst du hier, Bruder? Ich warte. Auf was? Auf Essen. Hamburg, warte gut drauf! Ja! Ja, sehr geil. Okay. Hey, Bruder! Hier! Marwan! Ich krieg Platz am Schluss. Schon wieder am Essen oder das zweite Essen? Siehst du, die Rapper essen nicht immer Kaviar und Steak. Hier, das ist das Wahre. Das ist doch das Schlauste, was du machen kannst. Junge, holst dir einen schönen Dönerbox oder was auch immer. Was willst du mit Kaviar oder so? Döner schmeckt doch viel geiler. So einen schönen Döner-Teller. Hast du auch noch was Gesundes? Wenn du Händchen nimmst oder was auch immer. Das ist das Wahre hier. Tut mir leid. Guck mal. Ja, das ist wirklich scheiße. Ja, verwechselt mit Müll. Was sagst du? Oh!
CEO. Auf den CEO, auf den Mann, der uns da. So nämlich, genau so nämlich. Das ist echt geil, wenn du so diese Verrücktheit von denen noch mit hast. Hingebracht hast, wo wir jetzt sind. Believe me. Ohne ihn wären wir nicht da. Wir sind so kleine Hunde. Aber durch ihn sind wir Männer geworden. Ich hab das schon mal ganz konzentriert. Wie PIA auch guckt. So geil, so. Ihr Jungs und Labern, ihr seid schon wieder so lattenstramm. Believe me. Ohne ihn wären wir nicht da. Wir sind so kleine Hunde. Aber durch ihn sind wir Männer geworden. Ich hab das schon mal ganz konzentriert einmal. Zeig, wie fleißig der noch am aufnehmen. Ey, er bläst sich durch. Du bist echt geil. Ein bisschen durcheinander alles, ne? Vom Schnitt her jetzt gerade. Okay, Ende. Ende. Du hast gedacht. Na so? Dann Spaß. Yalla, salam alaikum. Alaikum salam. Ja, die Squad macht ein Step ins Geschäft. Hey, geil, man. Meine Kraft, Text oder Handshakes. Royal Lock ist am Stasi, sent me. Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bentley. Drück auf die Kopf, wir bauen, we do it that way. Louis Vuitton, Dior, über ein Flatrate. Haben die es diesmal verkackt? Die haben es verkackt? Sonst war das ja immer so riesig. Ja, stark. Was ist jetzt das Nächste? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hat wieder extrem Spaß gemacht zu gucken. Auch nur. Wie kann man das denn wegmachen eigentlich? So, warte, ich muss mal eben gucken. 17. Würzburg. Perfekt. Würzburg ist das Nächste. Sehen wir uns auch auf jeden Fall an. Aber ich finde das wirklich geil, ne? Zu sehen, was sie da für einen Scheiß machen. Auch wenn manchmal nur dieses ist von wegen, ja, ich habe gerade gepennt, bin jetzt aufgestanden, ja, ich trinke wieder einen Tee. Aber es ist einfach so sympathisch, einfach zu sehen, wie die da hinter sind, so drauf sind. Und einfach auch manchmal irgendwas zu erfahren, wie, dass sie angespannt sind. Dass Forti seine Sache schon gar nicht mehr zusammenpacken kann abends oder nachts. Das ist einfach geil. Wie gesagt, das mag ich halt nicht so, wenn die auftreten, dass der Sound halt so kacke ist. Dass man dann nicht einfach die normale Sound, den normalen Sound hinterlegt und dann vielleicht nur ein Auftritt oder so von jedem. Ich meine, man könnte ja auch länger machen, die Vlogs, weil, den Blog, weil 11 Minuten ist jetzt ja auch nicht das meiste. Aber sonst, hier fand ich das richtig geil, so zu sehen, so. Was die eigentlich nachher schon machen. So zusammen essen, irgendwie einen Quatsch, zocken, was auch immer. Wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Wir sehen uns beim nächsten Blog in Würzburg. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn nicht, dann nicht. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.